Und vielen Dank für die Einladung. Wir von Genre Code finden nämlich Jugendhackt super. Wir waren schon in Ulm, wir waren in Moers und ich habe jetzt die Ehre, hier in Berlin dabei zu sein. Schön, dass ihr da seid. Genau, ich bin hier eingeladen worden, weil ich auch so ein bisschen was mit Hacken mache, aber auch ein bisschen nicht. Ich bin nämlich ein bisschen Hacker und ein bisschen auch Hack. Hack ist ein englisches Wort für Journalist. So, ich bin nämlich Datenjournalistin. Clever ausgedacht. Okay. Wisst ihr, was Datenjournalismus ist? Wer hat davon schon mal gehört? Schon mal mehr, als ich gedacht hätte. Wenn ich nämlich mit Erwachsenen rede, dann kriege ich normalerweise nur fragende Gesichter. Von daher seid ihr denen auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stück voraus. Aber ich erkläre es trotzdem nochmal, was das genau ist. Datenjournalistin sein heißt vor allem erstmal Journalistin sein. Und was machen Journalisten so? Ideen? Was machen die den ganzen Tag eigentlich? Außer morgens von Merkel gesagt bekommen, was wir schreiben sollen. Nein, Journalisten haben so einen Arbeitsprozess. Wir halten die Augen offen, wir schauen, was ist in der Welt wichtig, worüber ist es wert zu berichten. Und wenn wir ein Thema gefunden haben, hier schöne Glühbirne, ne, dann gehen wir los und wir recherchieren. Wir befragen Leute, wir googeln fleißig rum, wir suchen uns Interviewpartner, wir lesen uns vielleicht sogar mal ein Buch durch, wir lesen uns vielleicht eine Studie durch zu unserem Thema. Und wenn wir meinen, dass wir genug Informationen zusammen haben, dann machen wir daraus einen Beitrag. Und Beitrag kann heißen, zum Beispiel in einer Zeitung etwas zu schreiben, es kann heißen, dass wir einen Radiobeitrag machen oder es kann heißen, dass wir uns ins Fernsehen stellen und darüber berichten. Ich habe bisher so ein bisschen was von allem dreien gemacht. Ich habe das nämlich, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, ich mache meistens sowas mit Online-Journalismus. Das ist so ein bisschen was von allem dreien. Ich schreibe aber meistens auch. Aber da ich ja Datenjournalistin bin, arbeite ich noch ein bisschen anders. Und zwar, was bei mir vor allem ein bisschen anders ist als bei anderen Journalisten, ist das Recherchieren und die Art, wie ich Beiträge schreibe. In beidem ist nämlich ein bisschen mehr von dem drin, was ihr hier bei Jugendhackt auch macht, Hacken. So. Und das heißt, ich gucke mir Datensätze an. Ich schaue zum Beispiel, was lädt die Regierung für Datensätze hoch. Zum Beispiel kann mir Kriminalitätsstatistiken angucken. Ich kann mir anschauen, wie alt sind die Leute eigentlich in Deutschland? Wie viele Bäume gibt es eigentlich in jeder Stadt in Deutschland? Schaue mir dazu an, was es für offene Daten gibt. Manchmal scrape ich die Daten auch aus dem Internet, also dass ich mir da irgendwie ein kleines Programm für schreibe und suche mir so meine Datenquellen zusammen. Wie also ein anderer Journalist einen Menschen befragt, befrage ich häufig Datensätze und hole mir daraus meine Infos. Und wenn ich meine Beiträge dann letzten Endes schreibe oder einen Beitrag erstelle, dann schreibe ich nicht nur, sondern ich mache häufig auch noch sehr hübsche Grafiken irgendwie dazu. Also ich hoffe zumindest, dass sie hübsch sind. Ich zeige euch gleich mal eins davon. Könnt ihr selber entscheiden. Können interaktiv sein und auch da ist so ein bisschen was von Hacken, ein bisschen was von Programmieren mit dabei. Das heißt natürlich nicht, dass ich den Rest nicht mache. Ich führe auch Interviews. Ich bin ja immer noch Journalistin. Aber ich mache eben ein paar Sachen, die andere Journalisten in der Regel weniger machen. Genau. Hier sieht man so ein bisschen, wie mein Arbeitsalltag in etwa aussieht. Für jeden, der sich vielleicht hoffentlich überlegt, das zu machen, was ich mache. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein bisschen Mathe dabei. Es ist sehr viel mehr Mathe dabei, als vielen Journalisten lieb ist. Und genau, damit kommt man aber letzten Endes klar, muss ich sagen. Denn viel davon hängt auch damit zusammen, hübsche Kärtchen zu machen, bei denen irgendwelche Wölfe über irgendwelche Karten hüpfen. Genau, das heißt, ich programmiere zum Beispiel, ich programmiere viel in R, viele meiner Kollegen programmieren auch in Python. Ich kann inzwischen auch ein bisschen Webdevelopment, auch wenn sich wahrscheinlich jeder Entwickler meinen Code angucken würde und sich im Grabe umdrehen oder sich in selbiges begeben würde, wenn er nicht schon so weit ist. Funktioniert aber, genau. Und das heißt, was ich bin, ist, ich bin zum einen natürlich Journalistin, zum anderen bin ich aber auch so immer so ein bisschen Künstler und immer so ein bisschen Entwicklerin. Und was dabei rauskommt, ist zum Beispiel, das ist das letzte Projekt, was ich gemacht habe. Ich bin momentan beim RBB, beim Rundfunk Berlin-Brandenburg und habe da die Rückkehr der Wölfe gemacht. Schauen wir mal, dass wir das auch groß kriegen. Ja, MacBooks, komme ich immer super mit klar. So. Genau, da habe ich mir zum Beispiel alle möglichen verschiedenen Daten angeguckt. Es gibt nämlich, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, seit 2000 wieder nach 150 Jahren Wölfe in Deutschland. Und die breiten sich immer weiter aus. Und ich habe mir angeschaut, wo sind die genau, was fressen die eigentlich, wo haben sie vielleicht mal Schafe erlegt und habe daraus diese kleine interaktive
Kartengeschichte gemacht. Und wenn man so schick scrollt, scrollt es irgendwie mal rein. Und dann sieht man, das hier sind so Wölfe, die leben auf so einem alten Truppenübungsplatz. Und dann haben wir wieder uns Beiträge gesucht, die im RBB schon mal liefen und haben das damit eingebunden, damit die Leute dann auch wieder irgendwie sich so einen kleinen Fernsehbeitrag dazu angucken können. Dann scrollt man irgendwie auch mal wieder raus und schaut sich an, was essen die denn eigentlich? Da sieht man ganz viele kleine Rehe, die die Wölfe alle gefressen haben. Und ganz viele Schafe, die die Wölfe alle gefressen haben. Und ganz viele Bauern, die die Schafe nicht mögen. Genau. Die Schafe mögen sie, die Wölfe mögen sie nicht. Genau. Und das ist was, was man eben nur dann machen kann, wenn man sowohl sich halt ein bisschen mit Daten auskennt, ein bisschen weiß, worauf muss ich dabei achten, wenn ich mit denen umgehe, und wenn man eben ein bisschen hacken kann, um mit den Daten umzugehen und um so hübsche Karten daraus zu basteln. Genau, das heißt, wie gesagt, ich bin ein bisschen Entwicklerin, ich bin ein bisschen Künstlerin, ich bin ein bisschen Detektivin, wenn ich arbeite. Und wenn ich Glück habe, dann muss ich das Ganze nicht mal alleine machen, dann arbeite ich mit tollen Teams zusammen, wo wir die Aufgaben ein bisschen aufteilen können, sodass ich mich zum Beispiel darauf konzentrieren kann, wie gehen wir mit den Daten um, wen müssen wir jetzt fragen, wer kann uns mehr darüber erzählen, was für eine journalistische Geschichte steckt dahinter. Und jemand anders, der das viel besser gelernt hat als ich, kann dann das Design entwickeln bei größeren Projekten. Genau. Am Anfang habe ich das nicht alles von Anfang an gekonnt. Ich habe mir tatsächlich mal angeschaut, was Jugendhackt so quasi als so ein bisschen als Voraussetzung hat. Es gibt auf der Website so eine nette kleine Liste. Wenn du drei Sachen davon ankreuzen kannst, dann gehörst du auf jeden Fall hierher. Ich muss sagen, mit 16, 17 hätte ich kein einziges davon ankreuzen können. Und ganz, ganz lange noch, selbst als ich schon als Datenjournalistin gearbeitet habe, habe ich mich ein bisschen gefühlt wie dieses Eichhörnchen. Selbst wenn meine Projekte von außen super cool aussahen, ich fand es eigentlich nur super gruselig. Aber Gott sei Dank kann man das Ganze ja auch lernen. Ich habe das studiert, ich habe an der TU Dortmund studiert und habe da Datenjournalismus tatsächlich studiert. Das ist meines Wissens nach immer noch der erste Studiengang Deutschlands, der tatsächlich das im Namen hat, wo man das ein bisschen lernt. Da lernt man ein bisschen Programmieren, lernt man ein bisschen Statistik und trotzdem eben was über Journalismus. Und was für mich auch super wichtig war, ist, dass wir Journalcode gegründet haben in der Zeit. Wir hatten nämlich so viel Spaß daran, mit Daten und mit Hacken Journalismus zu machen, dass wir dachten, wir wollen davon noch mehr lernen und haben angefangen, uns abends zu treffen und uns gegenseitig diese ganzen Sachen beizubringen. Und da jeder irgendwie sich mal eine schlaflose Nacht um die Ohren gehauen hat, müssten es die anderen dann nicht mehr so häufig machen. Und das sah dann ungefähr so aus. Man sieht da unten so ein bisschen diese Pizzaschachtel, das ist ein integraler Teil jedes einzelnen Journalcode-Treffens. Super wichtig, ich nehme an, das habt ihr hier bei Jugendhackt auch schon gemacht. Wir haben quasi unsere eigenen kleinen Jugendhackt-Treffen gemacht, jeden Donnerstag. Haben uns unsere Laptops mitgebracht und haben uns überlegt, hey, was wollen wir heute lernen? Hat super gut funktioniert. Heute arbeiten die 7 von uns, die so ziemlich bei jedem Treffen dabei waren, in Redaktionen in ganz Deutschland. Irgendwie Moritz, der auch schon mal bei Jugendhackt in Ulm war, ist jetzt bei der Süddeutschen Zeitung. Sophie ist beim Science Media Center in Köln, ich bin halt beim RBB. Unsere Gründerin Marie ist bei der Berliner Morgenpost hier. Wir sind alle irgendwie, unser Plan ist eigentlich so ein bisschen, alle Redaktionen der Welt zu infiltrieren. Also wenn ihr noch bei uns mitmachen wollt, gerne. Wir brauchen noch Leute, um den Plan der Weltherrschaft endgültig durchzusetzen. Genau, wir finden Jugendhackt ganz, ganz toll, weil es auch so ein bisschen das ist, was wir halt auch machen. Irgendwie einfach voneinander lernen, ein bisschen Spaß dabei haben. Hier sieht man auch Sophie bei Jugendhackt in Moers. Da ist Moritz bei Jugendhackt in Ulm und Marie war auch schon mal bei Jugendhackt Ulm. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß noch. Ich habe euch das wunderbare GIF von dem Eichhörnchen auch nochmal mit dazu gepackt, weil ich finde, das ist großartig, braucht man immer. Und so fühle ich mich immer noch manchmal bei Projekten, aber man wird halt eben auch besser dadurch, dass man Dinge ausprobiert. Gerne Fragen noch. Ja, danke. Du kannst ruhig applaudieren, das ist okay. Habe ich nichts gegen.